Unser Ziel sollte demütig sein, bleiben. Wir sollten bescheiden bleiben und wir sollten alles dafür tun, diese dritte Liga nach unten nicht mehr zu verlassen. Nach oben ist alles möglich. Ich sage nur so, dass es für den einen oder anderen Spieler besser wäre, vielleicht mal woanders einen Neuanfang zu machen. Ja, Hille und Tobi, das sind Riesentalente. Und dann wäre es gut, auch in diesen Spielen zu zeigen, wo man hin will, wo man auch bleiben möchte. Wir haben einen großen Kader. Die Konkurrenz ist im Kader relativ groß. Dennoch halten wir weiterhin Ausschau auf Spieler, würden uns gerne noch weiter verstärken. Moin Pele, jetzt sind wir mitten in der Woche, die drei Spiele sind vorbei, bald kommt das nächste, aber wir haben es eine Weile nicht gesehen, da gibt es doch einiges zu quatschen. Ich musste mir sogar einen Zettel machen, damit ich ja nicht vergesse. Erste Frage, die drei Neuen sind inzwischen angekommen, haben gespielt. Was ist so der erste Eindruck? Haben sich eure Entscheidungen da schon bis jetzt bestätigt, diese Leute herbeizuholen? Ja, ohne diese Spiele überzubewerten, sind wir davon überzeugt, dass das genau die richtigen sind. Bei Cigerci, den konnten wir natürlich über zwei Jahre verfolgen, Ayrula auch, der hat uns immer wehgetan. Und Rorik, wie gesagt, das habe ich ja schon mehrmals betont, den kannte ich persönlich, den habe ich ja schon mal für einen anderen Verein verpflichtet, aber leider nicht trainieren können, weil wir uns dann getrennt haben. Ich glaube, dass er gerade mit seiner Schnelligkeit und dass er auch schon den einen oder anderen Rückschlag als Profi leider aus seiner Seite erleben musste, wird er uns auch Stabilität geben können. Das sieht man dann auch in den Spielen. Leider konnten sie nicht alle drei Spiele spielen. Bei Cigerci war es so, dass er am Sonntag eine Familienfeier hatte, eine Hochzeit. Das war aber so abgesprochen und bei Henry und bei Romario war es so, dass sie Probleme haben, muskulär, beziehungsweise Henry ist umgeknickt, ein bisschen Sprunggelenkprobleme, trainieren aber jetzt wieder. Ansonsten waren die drei Spiele, was die Zuschauerzahlen betraf, was die Stimmung betraf, das war außergewöhnlich. Tolles Ambiente, sowohl in Burg Czernitz als auch in Bergen. Mit den Spielen war ich nicht ganz so zufrieden. Wir haben drei Gegentore bekommen. Ich freue mich für diese Mannschaft, ich freue mich für die Spieler, die die Tore erzielen durften. Aber das war einfach zu einfach. Und da sieht man einfach, wenn man nicht diese maximale Konzentration hat, auch in solchen Spielen bekommst du Gegentore, bekommst du Probleme. Und das wollen wir natürlich nicht. Mhm. Nun ist der Kader auch durch diese drei riesengroß geworden, kann man wirklich so sagen. Was für euch ja für neue Entscheidungen zu sorgen hat, was werdet ihr tun und wann und gibt es dann schon in näherer Zukunft vielleicht Entscheidungen, was Abgänge betrifft? Also was wir auf keinen Fall machen, dass wir dann zu einem Spieler sagen, du bist freigestellt oder darfst nicht mittrainieren. Das ist nicht unser Stil. Wir können nicht über eine Familie reden und wir können nicht immer von einer Gemeinschaft reden. Und dann, wenn man sportlich unzufrieden ist oder vielleicht beide nicht die Erwartungen erfüllt haben, ich habe das ja schon mal im Winter gesagt zu Prokopenko, dass ich es nicht schaffe, dieses Talent so auf die Platte zu bekommen, wie ich das auch gerne hätte. Und dann ist es besser, man versucht nach Lösungen zu finden, dass dieser Kader zu groß ist. Das ist bekannt, das haben wir gesagt. Was ich aber nicht kommentieren werde und nicht bestätigen werde, wenn da Namen in der Öffentlichkeit genannt werden. Also von mir ist bisher noch kein Name in der Öffentlichkeit genannt worden, zumal wir jetzt auch erstmal seit über eine Woche im Training sind. Und vielleicht kann man auch den einen oder anderen Spieler noch mal zwei, drei Wochen beobachten. Da läuft uns auch die Zeit nicht weg. Fakt ist, dass sie Verträge haben und zu seinen Verträgen haben dann auch beide zu stehen. Und alles andere wird dann die Zukunft zeigen. Ich sage nur so, dass es für den einen und anderen Spieler besser wäre, vielleicht mal woanders einen Neuanfang zu machen, beziehungsweise da die Möglichkeit zu bekommen, vielleicht mehr auf Spielzeiten zu bekommen, weil das A und O in Fußball. Aber wie gesagt, das wird die Zukunft ja zeigen, die kurzfristige vielleicht auch schon. Alle haben ja auch Berater, spielen die da mit in der Richtung, dass sie sagen, ja, wir unterstützen das und wir gucken mal, was wir da vielleicht machen können? Gut, das muss man jetzt unterscheiden. Ich meine, die vertreten die Interesse der Spieler, das ist auch völlig in Ordnung. Und wir vertreten die Interessen des Vereins. Ich kann jetzt nur sagen, von unserer Seite aus, dass Energie Cottbus sich immer korrekt verhalten hat, pünktlich ihr Gehälter bezahlt hat. Und sie können jeden Spieler oder jeder kann jeden Spieler fragen, wie sie hier behandelt werden und begleitet werden. Da wird kein Druck ausgeübt oder wird nicht gesagt, okay, wir treffen uns morgen früh um 5 Uhr und machen Waldläufe, um dieses voranzutreiben. Ich glaube, dass ein Spieler auch Selbsterkenntnisse hat und auch erkennt, ob es Sinn macht oder beziehungsweise ob die Perspektive für ihn einfach gut ist. Das ist in jeder Mannschaft so. Ich könnte jetzt andere Vereine aus der dritten Liga nennen, wo Spieler
freigestellt werden, beziehungsweise dürfen nicht mittrainieren, ist nicht unser Stil, so, darf auch nicht unser Stil werden. Also man sollte zu dem stehen. Am Ende des Tages willst du als Spieler spielen und dann weißt du selber, ob du mehr Möglichkeiten hier bekommst oder vielleicht woanders. Eine großartige Zahl hat gestern die Runde gemacht. 3000 Dauerkarten sind bereits verkauft. Ist doch eine wahnsinnige Zahl jetzt zu dieser Zeit, wo wir nicht etwa 3 Tage vor Saisonstart sind, sondern noch ein paar Wochen Zeit haben. Aber die Leute sind schon gierig. Ja, die Leute haben uns ja in den letzten Monaten fantastisch unterstützt. Das seht ihr auch, diese 3 Freundschaftsspiele, aber insgesamt diese Stimmung, die sich dann in den letzten Monaten nochmal extrem im Positive verändert hat, habe ich ja schon mehrmals gesagt. Dieses gegenseitige Vertrauen hat uns dazu gebracht, dass wir das Double nochmal bestätigen konnten, dass wir Zuschauerzahlen generiert haben, die für eine Regionalliga-Mannschaft in dieser Region überdurchschnittlich außergewöhnlich ist. Das ist alles positiv. Es gibt aber auch viele nach wie vor Nackenschläge, die wir auch zu verarbeiten haben. Aber das ist jetzt nicht mein Thema, wird wahrscheinlich der Präsident oder beziehungsweise der Club diese Woche nochmal drauf eingehen. Es ist nicht so, dass wir nur Unterstützung bekommen, nach wie vor nicht. Und es ist nicht so, dass alles jetzt so auf das Tablett gelegt wird, dass man sagen kann, wir können größere Ziele anreichen. Unser Ziel sollte demütig sein, bleiben, wir sollten bescheiden bleiben und wir sollten alles dafür tun, diese dritte Liga nach unten nicht mehr zu verlassen. Nach oben ist alles möglich, aber davon sind wir, das zeigt auch viele Entscheidungen in dieser Stadt, sind wir meilenweit von entfernt. Es hat Veränderungen auch gegeben, da wollen wir auch nochmal gleich drauf zu sprechen kommen, im Staff. Haben die Neuen sich dort gut eingelebt? Also über Hilde brauchen wir nicht reden, der ist von hier, der macht schon, ne? Aber alle, kann man aber. Ja, Hille und Tobi, das sind Riesentalente. Tobi arbeite ich ja schon 4 Jahre jetzt wieder mit zusammen und auch 2019, ein halbes Jahr, der ist hier verwurzelt, der hat eine Identität, Identifikation, der hat das, was man braucht als Talent, ist Cottbusser, und Hille ist ein außergewöhnliches Talent, der ist voll drin in diesem Thema. Was der im Urlaub an Video abarbeitet hat, das ist außergewöhnlich, habe ich meinen allerhöchsten Respekt. Der Athletiktrainer Gianluca macht einen sehr, sehr guten Eindruck, passt, denke ich, 100% zu uns. Dennoch, Herr Schnicks, der hat hier eine fantastische Arbeit über 4 Jahre abgeliefert. Und wir haben noch einen zweiten Physiotherapeut dazu genommen, Bruno, der ist aber jetzt erst seit ab dem 1.7. Dabei. Aber das macht auch einen guten Eindruck, zumal der von Basti empfohlen worden ist. Also sind wir da sehr zufrieden, sind wir einigermaßen gut aufgestellt. Dennoch hätten wir noch den einen oder anderen mehr, was wir aber jetzt nicht fordern. Es wäre aber trotzdem gut, um professionell zu arbeiten. Brauchen wir vielleicht mal irgendwann einen Kader, um das noch strukturierter und besser zu machen. Auf der anderen Seite sind wir dem Club unfassbar dankbar, dass wir diese Unterstützung bekommen haben. Blick voraus, 3 Tage später gibt es das nächste Spiel, am Samstag dann gegen Altklinik, eine altbekannte Mannschaft. Ihr seid jetzt die Großen und die sind ja nur in Anführungsstrichen bei allem Respekt Regionalligist. Ist das eine besondere Herausforderung, auch angesichts unserer Neuzugänge, die Qualität erhöht haben? Also das erste Ziel ist erstmal, uns nicht so zu präsentieren, dass wir jetzt die Großen sind und nichts mehr dafür tun. Großen Respekt vor Altklinike, dass sie hier seit Jahren oben in der Liga mitspielen, haben uns immer Probleme gemacht, haben uns immer herausgefordert, dass man sportlich. Auf der anderen Seite sind wir natürlich in der Vorbereitung, geht es jetzt nicht mal ganz so drauf an, oder kommt es nicht mal ganz drauf an, so diesen entscheidenden Pass zu spielen, sondern es kommt darauf an, die Abläufe zu bestätigen, gerade mit den neuen Spielern, unsere Prinzipien. Wir möchten gerne eine andere Systematik nochmal mit einbauen. Das 4-3-3 ist ja implantiert. Ich glaube, das hat das auch gezeigt, dass die Mannschaft sich da wohlfühlt. Jetzt müssen wir mal sehen oder wollen wir sehen, dass die anderen 3 Spieler sich auch da drinnen wohlfühlen. Wir sind davon überzeugt, dass es so ist. Und dann wäre es gut, auch in diesen Spielen zu zeigen, wo man hin will, wo man auch bleiben möchte. Wir haben einen großen Kader. Die Konkurrenz ist im Kader relativ groß. Dennoch halten wir weiterhin Ausschau auf Spieler. Wir würden uns gerne noch weiter verstärken, um die Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen, um in diese Liga bleiben zu dürfen.
Schon vielleicht zum Samstag bei der Kliniker? Nee, ach, das, wir lassen uns da sowieso nicht drängen. Ich glaube, das haben wir jetzt auch nachgewiesen, dass man uns da vertrauen kann und auch die Überzeugung hat, wenn was möglich ist und wenn was Passendes ist, dass wir das dann machen können. Auf der anderen Seite, die Bescheidenheit und die wirtschaftliche Lage wird uns nie im Moment so ermöglichen, dass man so Transfers machen kann, wo man sagt, oh, okay, wo man, wenn man sagt, okay, das ist ein Unterschied. Das sollte auch charakterlich und sollte auch sportlich zu den Spielern passen, die dann auch vorhanden sind.